Ey Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe langsam die Schnauze voll, hier mit dem Fahrrad rumzufahren. Und zwar in GTA sind jetzt wieder die Drag Races zurück. Und zwar, ich werde euch das Ganze mal zeigen. Hier auf der Karte seht ihr es, nämlich überall hier, wo so ein Dollarzeichen ist, sind Drag-Treffen. Und daran können wir dran teilnehmen, wir können da richtig viel Geld verdienen. Und wir haben die Möglichkeit, uns neue Autos freizuschalten. Das Problem ist, wir müssen überhaupt erstmal an diesen Drag Races dran teilzunehmen, uns ein Auto besorgen. Und ich habe jetzt hier schon zwei Autos ausgespielt. Einmal hier bei der fetten Villa hier. Ich glaube, das ist ein Ferrari da hinten. Alter, das ist auf jeden Fall ein richtig gefährliches Ding. Und hier vorne der RS7. Das Problem ist nur, wir haben keine Waffen dabei. Und wir kommen auch nicht hier ins Tor rein. Das ist abgeschlossen, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, dieser RS7, der wäre auf jeden Fall schon ein Traum. Damit würden wir bestimmt jedes Drag Race gewinnen. Ey, guckt euch mal bitte diese Karre an. Das ist sogar so eine Sonderausfertigung im Breitbau. Den könnten wir vielleicht später klauen, wenn wir ein bisschen Geld für Waffen haben. Werde ich mir den besorgen, sage ich euch ganz ehrlich. Und da ist er, Leute. Was ist das, Digga? Ist das ein Ferrari oder was? Okay, wir müssen uns den schnell klauen hier. Der sieht auf jeden Fall ganz, ganz wild aus. Oh, da vorne ist jemand. Okay, Leute. Das ist gar kein Ferrari. Das ist ein Peugeot 206 Sport. Ey, lol, das ist doch nicht deren Ernst, oder was? Ist egal. Leute, besser als das BMX, das ist alle Male. Gut, ich würde sagen, bei 3, wir springen rüber, schnell ins Auto rein und dann Abfahrt. Direkt abhauen, dass der gar nichts mitbekommt. So, warte, was haben wir hier? Das Auto und das. Was haben wir noch hier? Rein. Hasta la vista! Hey! Das ist mein Auto! Fährst du privat mit meinem Auto heute Abend rum, oder was? Ja, Mann! So, und weg hier. Schnell weg. Untertauchen, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich mal, ey, was ist das hier für ein Auto? Ihr müsst selbst den richtigen Weg nach Hause finden, nämlich das interaktives Lesen. Ihr könnt einen eigenen Weg rauslesen. Ganz crazy Sache, Leute. Gerne, supportet mich, das ist wirklich ein Buch, was sich lohnt, sich zu kaufen. Leute, erster Link unten in der Beschreibung. Jetzt Abfahrt. Was ist das hier für ein Auto? Aber obwohl, guck mal, der ist gar nicht so langsam, ne? Ich sag euch ehrlich, ich glaube, die ersten Drag Races könnte man mit der Karre sogar gewinnen. Aber ich frage mich, warum der so einen riesen Spoiler hat. Der Spoiler ist doch wahrscheinlich viel zu schwer für das ganze Auto. Ja gut, okay. Ich würde sagen, Leute, wir werden hier zum Flugplatz hinfahren und werden das erste illegale Drag Race machen. Oha, was geht denn da bitte ab? Hey, hier sind ja einige Leute am Start. Ja, sehr nice. Press E to join. Okay, und wir haben jetzt hier noch keine Gebühren müssen wir bezahlen. Ja, ich würde sagen... Oh, das erste Drag Race läuft da schon. Ja, ich würde einfach mal sagen, komm, Leute, wir nehmen mal dran teil. Was hat der denn da für eine Karre? Was ist das denn? Hä? Was ist denn das hier? Alter, was hat der sich denn da für einen Motor eingebaut? Das ist doch illegal. Ja, guck mal, jetzt können wir hier zu den Autos hingehen. Und wir können die Autos selbst ja, uns auswählen. Ey, was? It's your turn, go to starting position? Irgendjemand hat mich herausgefordert oder was? Okay, ich brauche kein Geld dafür haben. Ja, okay. Lol, die lahme Karre will mich hier herausfordern oder was? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Digga? Guck mal, jetzt können wir hier noch die Reifentemperatur hochfahren, Leute. Optimal, komm. Bisschen höher. Im grünen Bereich muss das sein. Dass wir direkt guten Grip haben beim Losfahren. Oha, was? Nein. Hey, komm, mach kein Auge. Vielleicht auf Endgeschwindigkeit, dass wir die noch kriegen. Was macht der? Er probiert zu Fuß mitzurennen. Okay, GG. Ey, was? Das ist doch Schiebung. Ey, das ist doch Schiebung, hä? Willst du mir erzählen, dass die Schrottkarre schneller ist als mein Peugeot 206? Ja, okay, gut, der hat uns herausgefordert, Leute. Er hat wahrscheinlich erstmal abgecheckt, was wir PS haben und so. Total unfair eigentlich. Ey, Leute, guck mal, diesen Idioten, den werde ich herausfordern. Komm mal her. Komm mal her hier. Zack. Gegen dein Panther. Aber ey, der ist auch getuned. Guck mal, hier vorne bessere Kühlung kann er sich einbauen lassen. Und hinten so einen offenen Motor. Ja, das sind hier wirklich die stärkst getuntesten Autos ever. Hätte ich mir mal den RS7 besorgt. Reifen sind warm. Abfahrt! Sonder Dormoladen! Ey, das darf nicht wahr sein. Ich dreh gleich durch. Es ist zu unreal. Hä? Wie schnell ist das Ding bitte? Warum läuft der Typ? Alter, wo ist der hingefahren? Habt ihr das gesehen?
Lol, die haben sogar auf uns gewettet. Guck mal, da hinten ist er. Lol, der ist bis da hinten durchgeballert. Also hier ist jetzt irgendwie das nächste Rennen am Laufen. Guck mal, es sind doch hier ein paar richtige Oma-Karren. Können wir das Rennen irgendwie mitverfolgen? Guck mal hier, das sind doch... Ja, das sind doch lahme Autos. Warum kann ich denn nicht gegen so ein Rennen fahren? Ey, ich werde jetzt hier einfach so einen herausfordern. So, wo haben wir hier einen? Lol, da ist einer mit Truck! Das ist unser Gegner! Den hole ich mit. Ich will gegen den Truck. Leute, den ziehen wir ab. Ich hoffe, der Idiot macht. Komm, bitte, bitte, bitte. Wo ist der? Warte, warte, warte. Ja! Was? Er sagt, ich werde verlieren? Hä? Expect you to lose. Oha, was ist das für ein Irrer? Okay, der meint's richtig ernst, der Typ. Okay, Brudi. Ich glaube, Reifen müssten warm sein. Was? 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 Ey, sorry, das ist zu unreal. Okay, Leute, es reicht. Ich werde zur Stadt fahren und wir werden jetzt ein Auto klauen. Ich werde jetzt den R7 klauen, das ist scheißegal. Und dann werde ich hier nochmal am Drag Race antreten. Es kann nicht sein, dass wir jedes Rennen verlieren. Was ist das für ein Auto? Ich hätte das Ding auch noch tunen können, wahrscheinlich hier den Peugeot ein bisschen. Aber ich scheiß drauf, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, wir müssen jetzt hier... Oh ja, guckt euch mal das Ganze an hier. Okay, mal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht rein können. Ah, da steht auf jeden Fall ein Typ und da vorne steht auch ein Typ. Warte mal, wir werden mal einfach andere Seite hier probieren. Ah, gut, okay, hallo, schönen guten Tag. Ich bin hier nur ein bisschen am Spielen. Gut, wir können hier nicht rein, ich habe keine Ahnung wieso, aber ich probiere jetzt hier irgendwie über den Garten zu springen, die beiden auszuschalten. Nämlich, Freunde, ich habe mir mittlerweile auch ein paar Waffen besorgt. Ich habe extra hier so eine schallgedämpfte Waffe, dass wir so ein bisschen auf Ninja-Style machen können. Warte mal, ich habe eine Idee, können wir irgendwie das Auto benutzen? Guck mal, ich stelle einfach das Auto hier hin. Geh ja mal weg hier. Und geh einfach übers Auto darüber. Das ist eigentlich der Masterplan, oder? Einer ist down, Leute. Oh, wir können über einen Zaun klettern. Wichtig. Aber wie kommen wir raus? So, Leute, irgendwo stand hier noch einer. Weiß ich nicht. Oh, scheiße, die Bullen sind hier. Scheiße, hier sind die Bullen. Ey, lass mich in Ruhe, ich hab doch... Wow! Was ist das für ein Wagen? Ach du Scheiße, Leute. Ach du Scheiße. Das ist eine Mördermaschine. Ich sag euch ehrlich, ich hab noch nie so schnell das Auto gefahren. Guck mal an, wie der abgeht. Ey, wie breit das Auto bitte ist. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn wir damit zu den Drag Races kommen, wir wissen gar nicht, was abgeht. Wollen wir mal vielleicht zum anderen Drag Race fahren? Da oben waren wir jetzt ja schon gewesen. Lass uns doch mal zum Flughafen fahren. Beim Flughafen sollen die besten Autos überhaupt sein. Wenn wir die beim Flughafen schaffen, dann sollten wir alles kriegen. Ey, wie der beschleunigt. Ich sag euch ganz ehrlich, das Ding wurde direkt für Drag Races gebaut. Auch weil der so breit ist und alles. Der fährt 300! Leute, ich habe überlegt, zum Flughafen zu fahren, habe mich aber dann doch umentschieden. Wir sind jetzt hier wieder in der Wüste, weil ich will unbedingt nochmal, dass dieser Truck ankommt. Ich will diesen Truck fertig machen, sag ich euch, wie es ist. Jetzt haben die eh keine Chance mehr. Mit der Karre hier werden wir jetzt erstmal zeigen, was abgeht. So, Leute. Jetzt sind wir zurück. Jetzt sind wir zurück. Wer hat jetzt nochmal große Klappe? Ah, du mit deinem fetten Motor oder was? Wo ist der LKW? Your current car outperformed most cars in this meet, ja? Jetzt auf einmal habt ihr Schiss oder was? Oh ja, Leute, guck mal, wer da hinten kommt. Ich wollte gerade sagen, ich werde noch warten, bis der Truck kommt. Aber da kommt wieder der Truck. Ich glaube, der will hier zum Rennen hinfahren. Ja, der soll sich anmelden. Komm rein, kann man dich schon herausfordern? Ey, guck mal, die haben ja auch richtig mit Wheelie-Bar hinten. Aber wir müssen jetzt hier erstmal anmelden. Zack. Jetzt sind wir drinnen in der Waiting Area. Komm, trau dich, Kollege. Ja, Mann! Da sind die really confident. Die, willst du jetzt kein Rennen oder was? Traust du dich kein Rennen jetzt oder was? Er traut sich nicht. Ey, was ein Lappen, Leute. Ey, Leute, die trauen sich ja alle nicht, gegen mich anzutreten. Ist das euer Ernst? Ich bin ein kleiner Junge, ich bin ein Kind. Wer traut sich? Los. Der hier mit dem getunten Auto. Du, traust du dich etwa? Blue Comet! Challenge Line It, Leute. Wer ist das? Ach du Scheiße.
Der Porsche will's. Der Porsche will's wissen. Okay, Bruder. Gar kein Problem. Machen wir. Gerne. Gerne, blauer Komet. Ey, der Typ wird gar keine Chance sehen. Er ist doch lebensmüde. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, den Idioten. Jetzt will er wirklich ein Rennen haben. So, wir gehen schön auf seine Höhe. Reifen sind warm. Guck mal, die setzen eigentlich alle auf mich so. Und... Was los, Kollege? Was los? Was los? Guckt euch das an, 250. Fast 300 am Ende. Ah, okay, aber guck mal, der war auch relativ lahm gewesen, muss man sagen. Die anderen waren echt von der Zeit her viel, viel schneller gewesen. Ich würde mal sagen, locker flockig gewonnen. Also wenn es hier irgendjemand gegen uns schaffen könnte, wäre das, glaube ich, dieser eine Truck, Alter. Dieser eine Truck war richtig krank gewesen. Willst du hier oder was mit deinem Fake-Lambo? Komm. Du bist ein Pisser, komm nie wieder. Ich bin ein kleines Kind, hör auf zu rauchen. Infernus, Leute, die trauen sich alle nicht. Ich glaube, ich werde irre. Alter, was ist mit ihm los? Fährt mich einfach. Boah, guck mal hier, Performance, fast full. Skill, Upgrades, R7 Sportback. Ja, da kannst du nichts machen. So, jetzt die Anfrage raus, Leute. Line Law awaits to be challenged. Wer will sich challengen hier gegen mich kommen? Wer will challenge? Sag einer an. Einer von euch. Egal welcher, ich ziehe euch ab. Traut euch bitte. Oh, Blue Pigalle. Oh, Reifen sind schon warm gefahren, 47 Grad. Komm doch mal jetzt ran hier auf den Meter. Also entweder macht er hier nur Show, dass er uns hier beeindrucken will. Oder der ist Real Talk schnell. Alter, der sieht aber aus wie eine Schrottkarre. Wie soll der eine Chance gegen uns haben? Okay, komm. Oh, Leute, wir haben ein bisschen Start verpasst. Komm doch, los, zieh doch. Zieh ab. Zieh doch ab, guck mal. Oh, Leute, das wird ja ganz knapp. Das ist ja ganz knapp. Ich hab euch verarscht. Guckt euch das an. Ey, aber die anderen haben alle vorhin noch bessere Zeiten gefahren. Ihr wisst ja, ein Truck ist bis hinten durchgeflogen, dieser Panto. Gegen den will ich nochmal ein Rennen machen. Ey, aber guck mal hier, ich sag euch ganz ehrlich, der hier von der Performance her, der ist eigentlich auch gar nicht so schlecht hier, der... Was ist das hier? Beamer oder was? Keine Ahnung. Guck mal, was der für eine Dings hat. Das Auto ist doch voll gut. Doch, das ist voll gut. Ich weiß gar nicht, warum die sich alle nicht trauen. Wer traut sich gegen mich? Los, komm. Letzte Runde, Leute. Dann fahren wir zum Flughafen. Das hat hier keinen Sinn. Das sind alles Lappen. Beim Flughafen sind nur Supersportwagen. Okay, Leute. Ich bin gespannt. Ja. Ja, das Ding ist halt, das ist halt echt ein perfektes Track-Auto. Aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr eine Chance hat gegen uns. Komm. Zieh durch, Jungs. Dann haben wir hier das Ding durchgespielt. Dann wird es weiter für die nächsten Rennen. Oh, da sollte man nehmen uns hier ein bisschen was essen. Okay, okay, okay. Okay, 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 der war nicht schlecht gewesen, ne? Ich habe gerade echt gedacht, bei seinem Start... Jetzt wird's übel. Aber ja, nicht mal der hatte Chance. Obwohl, 30 Sekunden gar nicht so schlecht. In Ordnung. Leute, wenn ihr nochmal davon eine Folge sehen wollt, dass wir zum Flughafen fahren, wo die ganzen Lamborghinis und so rumstehen, 30.000 Likes, fahren wir zum Flughafen. Gar kein Problem. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Der RS7 hat geregelt. Das war's gewesen. Chill mit Öl.